Jo, hallo und jetzt kommen wir zurück zu einem neuen Part Topspin 2K25 und wir sind zurück in der Karriere. Wir gehen gegen Ende der zweiten Saison. Wir sind im Halbfinale vom 250er Turnier von Athen. Ich bin mir gar nicht sicher, haben wir das nicht letztes Jahr sogar gewonnen? Wir haben nur noch 51% Ausdauer. Das ist nicht so schön. Wir spielen jetzt mal dieses Spiel und wir müssen uns dann sogar fast schon überlegen, ob wir das Finale überhaupt noch spielen. 1-0, Ali. Ah, okay. Sehen wir da diese Prozente, genau. Wo das Timing eine Rolle spielt. Was muss, ist das Ziel, dass wir über 50, nee, ich glaube über 70 sind, ist das Ziel am Ende. Das wird, glaube ich, nicht ganz so einfach zu erreichen sein. Ja, ich schaue gerade nur aufs Timing, das ist natürlich nicht so schlau, glaube ich. Game
game, set and match, 4, 1 set to love. First set, Borg to serve. Play. Borg! One, zero, Borg. One, all. Two, one, four. Two, all. Three, two, four. Three, four. Four, three, cast. Five, four, cast. Six, four, cast. Seven, four, cast. Seven, five, cast. Seven, six, cast.
8-6, Cask. Cask. Game, set and match. Cask. One set to love. First set, Borg to serve. Play. One, zero, Borg. One all. Two, one, four. Two all. Three, two, four. Three, four. Four, three, four. Four, four. Balls. Five, four, four. Five, four. Six, five, Cask. Seven, five, Cask. Seven, six, Cask. Eight, six, Cask. Nine, six, Cask.
9-7, task. Game, set, and match, cast. One set to love. Das war wohl nichts. Ach komm, ein bisschen netter könntest du schon sein. Ja, er hat unsere Erwartungen nicht erfüllt, aber das kommt schon mal vor. Mir fällt es einfach schwer, nette Worte für eine solche Saison zu finden. Ich hatte große Hoffnungen für ihn in diesem Jahr. Wir sollten nicht überreagieren. Er wird weiter an sich arbeiten und nächstes Jahr stärker sein, da bin ich sehr zuversichtlich. Life is unpredictable, why should we take it slow? All that we need is right here and this what we've been waiting for. I didn't go looking on, so don't you... Ah yeah, ganz schön harte Worte, also alles war ja auch nicht schlecht hier. So, ich war gerade gemutet, sehe ich. Oh, ich hoffe nicht allzu lange. Ja, das ist super. Ah, je, je, je. Ich habe mich vorher kurz gemutet und das war jetzt sicher ein paar Minuten. Schade. Also, die Frage ist, was spielen wir? Wir müssen 250er ja gewinnen. Haus des Champions. Das erste Event müsste wahrscheinlich im Februar sein. Im März, sorry. Genau, Haus des Champions. Ja, wir spielen ein 250er-Event, aber... ...10 EP, 40 Virtual Coins ist halt auch nicht viel. Da spielen wir doch eher hier ein Event, oder? Im Training. Sponsor Challenges.
Ja, wir machen das mal mit den Volleys hier. Volley ist, glaube ich, nicht meine Spezialität. Also das mache ich auf jeden Fall nochmals neu, wenn ich das jetzt hier nicht hinkriege. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Also wie es funktioniert schon, aber wie krass früh muss man hier die Taste drücken? Also ich bin gefühlt immer zu spät. Ist unglaublich. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist unfassbar krass, also wirklich. Also ein Training kann man nicht wiederholen, oder was? Doch. Natürlich. Kommt nicht mal irgendwie, willst du es wiederholen, okay. Crazy. Das ist so schwer, so wirklich. Das ist wirklich schwer. So, da bin ich gespannt, wie sich andere hier tun beim Volley-Training. Also ich finde es mega schwer mit dem Timing. Das sieht jetzt viel zu früh aus, aber der Balken wird so unfassbar schnell. Ich gehe davon aus, das liegt an den Reflexen. Wenn man die verbessert, gehe ich davon aus, wird das besser. Oder einfacher. Das ist mega schwer, wenn du die Reflexe hier nicht ausgebessert hast. Das schaffst du nicht. Also, würde mich wundern, wenn das jetzt easy, viele Leute easy schaffen hier, dieses Training auf Silber. Es ist machbar auf jeden Fall. Aber es ist sehr schwer. Also, das machen wir jetzt viermal. Das dauert ja nicht. Wir probieren es. Wir versuchen besser zu werden. Vielleicht kriegen wir es hin beim vierten Mal oder so. Oder vielleicht schon jetzt beim dritten Mal, aber das glaube ich nicht. Das ist unfassbar schwer, also wirklich. Aber vielleicht hat euer Charakter jetzt schon bessere Reflexe, dann kann es sein, dass es deutlich einfacher ist, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist nur eine Glückssache, ob es im Balken ist oder nicht. Ja, es ist einfach nur Glück, wirklich. Das ist nur Glück. Kann mir keiner erzählen, was anderes. Kann mir keiner erzählen. Das ist so brutal schnell. Das wird euch wahrscheinlich im Video gar nicht, also im Let's Play gar nicht so vorkommen. Aber das ist brutal. Also wirklich, das sind 2-3 Millisekunden vielleicht, die da wirklich entscheiden, bist du da drin oder nicht. Da bekommst du natürlich ein bisschen ein Gefühl mit den Versuchen, aber es ist extrem schwer. Ja. Ja, 7 von 9. Ja, es könnte knappen, es könnte klappen, knapp, aber es wird extrem schwer. Ich glaube, es hat ja auf allen Plattformen 60 FPS, also sonst könnte ich direkt sagen, halt auf der PlayStation mit 30, die können dieses Event komplett sein lassen. Da hätte sie ja gar keine Chance. Aber das ist wirklich brutal, also. Ja. Das ist wirklich, also es ist mega schwer. Also man merkt, man wird besser von Versuch zu Versuch. Aber es ist brutal, also das Timing ist wirklich. Das ist so schwer, es ist wirklich. Das ist so unfassbar, wirklich. Wir haben es gerade so hinbekommen. Wir hätten uns keinen Fehlversuch mehr leisten können. Also crazy. Also das Training ist wirklich crazy. Boah. Also ich gehe davon aus, das liegt an den Reflexen. Sponsor Challenge. Achso, man bekommt auch ein T-Shirt oder so. Ein bisschen Virtual Credits und ein bisschen EP. Ja, mehr als hier. Hier bekommen wir ein bisschen mehr Virtual Coins.
ganz ehrlich, Sonderevent, brauchen wir das? Oh, jetzt habe ich auch irgendwas gedrückt. Das wollte ich nicht mal. First set, Borg to serve, play. Ach, muss ich jetzt? Ach so, ich muss einfach. Ja, ja. Ich glaube, am Ende muss man das Match gewinnen, aber erst muss man diese 10-mal irgendwie diese Bereiche treffen. Ja, das sind so ein bisschen unnötige Sachen, finde ich persönlich, aber jedem wie er will. Ach so, das reicht schon. Wir müssen danach gar nicht mehr gewinnen, genau. Hatte ich ganz vergessen. Ich dachte, es gibt 200 EP. Also hatte gar keine EP. Ah nee. Wir haben jetzt 232 EP, okay. Joa. Kleines Event. Auckland haben wir noch nie gewonnen. Okay, bestes Ergebnis, Viertelfinale. Joa, spielen wir das, hätte ich gesagt, oder? Oh, da verlieren wir viel Energie, sehe ich gerade. Nur noch 79%. Ja, wir müssen ja noch 2 oder 3 250er gewinnen, oder? Das heißt, unser Ziel wird es sein, in der vierten Saison dann die Tausender spielen zu können. Also ich würde sagen, wir schauen jetzt wirklich diese Saison, dass wir erstmal die... Ja, diese Stufe jetzt easy schaffen. Wenn es geht, dann Basel spielen dieses Jahr. Oder erstmal müssen wir ja, wie gesagt, auch die 500er gewinnen. Bevor wir da die 1000er wirklich spielen, würde ich sagen, müssen wir danach mal, wenn wir jetzt die 250er dann gewonnen haben. Und das andere Event da gegen die Dame. Na, 4-2 führt der Kollege mit einem Mini-Break. Na, genau dieses Mini-Break bestätigt er hier. Ich tue mich wirklich schwer mittlerweile auf dem Schwierigkeitsgrad, warum auch immer. Aber die Spiele sind spannend, so ist es nicht. Und ich weiß auch, ich kann es eigentlich besser. Wir haben ja jetzt auch noch mehr Power, also wir haben ja unseren Charakter verbessert. Also im Grunde muss doch da was gehen, denke ich mir. Ja, diese XP-Booster, die wir noch haben, ich weiß nie, wann wir die verwenden sollen. In Finals oder... Ja, in Finals am ehesten, oder? Wahrscheinlich so in einem 500er-Finale dann mal.
Aber da müssen wir erstmal irgendwie einen 500er auch gewinnen davor. Dass ich so das Gefühl habe, jo, das können wir auch hinkriegen. Jetzt führt er hier mit 2 oder 3 Mini-Breaks. 2, glaube ich. Ja, 2 Mini-Breaks hat er. Also jetzt muss ich hier meine beiden Aufschläge durchbringen. Also das erste Turnier im Jahr, genau, Auckland hier. Da sind wir im ersten Jahr direkt ausgeschieden. Im zweiten Jahr konnten wir es ja, glaube ich, nicht spielen, weil wir verletzt. Nee, was war da? Keine Ahnung. Haben wir es nicht gespielt? Haben wir da direkt das 500er gespielt oder so? Genau. Wahrscheinlich. Da waren wir, glaube ich, dann im Finale oder so, oder? Nee, im Halbfinale. Ich weiß es gar nicht mehr, im 500er. Aber jetzt will ich hier in der dritten Saison definitiv weiterkommen, also in der ersten, also und das ist ja wohl klar. Ja, ein Mini-Break konnten wir aufholen, aber... Unglaublich, dass er an diese Bälle immer noch kommt. Ja, man merkt schon, ein bisschen mehr Power ist schon in den Schlägen, so ist es nicht. Boah, er lässt uns am Leben, wie ein Fisch lässt er uns wieder mal zappeln hier. Da hatten wir schon verloren und jetzt sind wir wieder dran. Wir haben ausgeglichen auch, Mini-Break technisch, alles im Lot. Nein, da waren wir so nah dran. Matchpoint bei eigenem Aufschlag zu haben und jetzt hat er Matchpoint nochmals. Und wir machen einen Doppelfehler. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, Freunde. Was ist das für eine Niederlage? Was zum Teufel ist das für eine Niederlage? Ja, eventtechnisch bin ich gerade überlegen. Ich denke mal Februar. Ja, können wir eigentlich noch spielen, das Turnier einfach. Ja, spielen wir erste Runde. Hätte ich gesagt, New Delhi. Ja, wir müssen die 250er gewinnen. Irgendwann muss es ja klappen. Aber jetzt habe ich nicht geschaut. Das hat uns richtig Energie genommen. Aber ich hoffe, es funktioniert. Und danach... Also erste Runde spielen wir, danach ist der Part, glaube ich, wieder zu Ende, zeitlich. Aber ich hoffe, wir können jetzt wirklich New Delhi gewinnen. Da haben wir schon gewonnen, das liegt uns eigentlich hier. Und wir sind ja mittlerweile eigentlich deutlich stärker, spielerisch. Aber wir tun uns aktuell extrem schwer, also es ist unglaublich. Als hätte ich das Spielen verlernt. 2-0-4. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn wir die Spiele auch klar und schnell gewinnen. Also wenn wir jetzt irgendwie 10-3 gewinnen, ob das von Vorteil ist für die Ausdauer. Also wenn es irgendwie 12-10 wird. 3-0. Es ist natürlich brutal bitter, dass wir vorher im
mit einem Doppelfehler das am Ende verloren haben. Aber vorhin wieder ein dummer Fehler von uns, aber... Ja, wir sind mad drauf, Freunde. Wir sind richtig mad. 9, 1, 4. So muss es sein. Also so können wir direkt noch eine Runde spielen. Der ist ungefähr gleich stark wie wir. Sind wir überhaupt noch an 1 gesetzt? Borg, ja, doch. Aber wir sind jetzt auch nur noch Weltrangliste 45 da. Ja, die 250er geben halt auch nicht viele Punkte. Wenn wir natürlich für die vorhin den First Round aushaben, ist natürlich nicht gut. Ja, den Gegner hier, den kennen wir auch schon. Gegen den haben wir auch schon gespielt. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob wir da gewonnen oder verloren haben. Aber der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, falls es jetzt jemand noch schaut und sagt, ey, wie ist es mit dem Multiplayer? Man kann ja nicht gegen Freunde spielen, falls ihr es schon mitbekommen habt. Aber 2K hat auf jeden Fall schon im Voraus angekündigt. Das habe ich inzwischen rausgefunden. Jo, das ist so, aber es wird kommen, die Funktion. Ist ja auch logisch, aber es ist halt schon ein bisschen mies, dass sie nicht direkt dabei war. Härterer Gegner als vorher, auf jeden Fall. Aber jetzt will ich da mal zeigen können, dass wir zu Recht an Nummer 1 gesetzt sind. Was für ein Schlag! Aber die hauen auch welche Schläge raus aktuell. Das ist unglaublich. Also wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du wirklich Scheiße am Fuß. Das ist unglaublich. Ja, den hau ich ins Netz. Jetzt sind wir wieder ein Mini-Break sogar hinten. Also ich will dieses Turnier gewinnen. Kostet es, was es wolle. Ist mir komplett Rille. Clark.
Da führt der 7-5, ey. Ich krieg die Krise. Komm, Doppelfehler. Da bin ich dir nicht böse, wenn du den machst. Will ich aber auch mal mit einem Mini-Break in Führung gehen. Dass du es weißt, Clark. Da lasse ich jetzt nicht locker hier. Boah. Da spielt er sehr, sehr stark. Da spielt er sehr, sehr stark. Doppelfehler, es ist unglaublich. Es ist unglaublich in den entscheidenden Momenten, wie oft ich Doppelfehler mache. Vorher beim Matchpoint, jetzt, dass er Matchpoints hat, ist es. Anstatt dass ich einfach einen sicheren Ball reinmache und er macht ihn ins Netz. Der Stopper war gut, der war richtig gut. Dann macht er den. Dann macht er den Return hier. Unglaublich. Zweiter Matchball für uns. Jetzt aber beim Aufschlag von Clark. Oh, zweiter Aufschlag. Da gehe ich jetzt aggressiv ins Feld. Und er macht ihn ins Netz. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Ausdauer. 26%. Ja, wir spielen das Turnier, also das Finale und dann sind wir verletzt. Also wir müssen gewinnen. Auf der anderen Seite werden nächsten Monaten Training. Also dieses Ding-Event, das wir spielen sollten. Eieieiei, Freunde. Also dieses Spiel müssen wir gewinnen, weil danach sind wir sowieso verletzt. Und zwar, ich schätze, 4 Monate wieder. Oder sicher 2 Monate. Je nachdem. Aber es ist auch krass, wie viel Ausdauer so ein Turnier benötigt. Der Gegner scheint ein bisschen weniger aggressiv zu sein. Das könnte uns tatsächlich gut liegen. Also den kennen wir auch mit dem Tape da. Haben wir nicht sogar gegen den vorher verloren? In der ersten Runde? War das nicht er? Weiß es gar nicht mehr. Boah, auf die Linie gehauen. Ja, alles gelingt uns dann auch nicht. Aber einen Mini-Break haben wir mal, das ist gut. Ich korrigiere, hatten wir. Three, two, Borg.
Ein wunderbarer Stoppball hier. Dass wir den Punkt noch nicht gewonnen haben, ist auch crazy. Oh, 5-2. Also einen Mini-Break haben wir, glaube ich. Oder sogar, nee, zwei haben wir sogar. Das ist gut. Wir werden es direkt wieder verballern hier, unglaublich. Mach doch mal Timing hier. Oh, jetzt haben wir mal Glück mit einem Netzroller vielleicht. Und dann macht er den. Also wir hatten da ein bisschen Glück und er macht natürlich dann durch den Netzroller direkt den Punkt. Ist ja klar. Ja, von 5-2 auf 5-5 ist cool. Ist geil. Komm, Doppelfehler bitte. Lächerlich. Lächerlich, Freunde, lächerlich. Lächerlich, habe ich gesagt. Lächerlich. Wir sind Mini-Break hinten jetzt sogar. Also ein Mini-Break-Festival hier, unglaublich. Unglaublich, jetzt sind wir sogar wieder ein Mini-Break vorne. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Und Matchbälle. Der Stoppball war gut. Der Ball war aber nicht so prickelnd. 9-8. Er holt sich das Rebreak zurück und jetzt haben wir nur noch einen Matchball bei Aufschlag vom Gegner. Und das ist ja gleichzeitig ein Championship Point. Das habe ich ja schon fast vergessen. Und endlich gewinnen wir wieder mal ein Turnier. Lange, lange ist es her. Ja, und da ist er wieder. Genau dieselbe Zeremonie wie immer. Bei den 250ern. Also ein bisschen lame. Aber so ist es. Ja, wir haben uns verletzt. Wenig überraschend. Tennisarm. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Okay. Er sich kürzlich eine Verletzung zugezogen hat. Hoffen wir, dass er die notwendigen Vorkehrungen trifft, damit es nicht noch schlimmer wird. Ja, es kann verlockend sein, es durchzuziehen und einfach weiterzuspielen. Aber das kann zu noch mehr Problemen führen. Es liegt in seiner Hand. Er kann das. Ja, ich wünsche euch gerne im März das Event probieren. Konsequenzen bewusst. Aber ich glaube, das bringt nichts. So, 100%. Im Juni haben wir dann wieder so ein Haus-Event, Champions-Event. Das können wir dann wieder spielen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach ein Turnier dann wieder.
ein 250er. Zwei müssen wir davon noch gewinnen. Und Olaf. Brighton. Ja, ich würde sagen, Mai machen wir dann ein 250er Event in Prag und im Juni dann mal sicher das House des Champions Event. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht bis im September dann wirklich durch sind mit allem. Spätestens im Dezember, falls wir wieder das Haus des Champions Events nicht schaffen. Ja, wir steigen jetzt langsam ein bisschen schneller die Levels auf. Das seht ihr, wir sind jetzt eben Stufe 13. My Player, mal schauen, ob wir da noch irgendwas machen können. Coach-technisch. Gewinne Matches, das haben wir. Schließe ein Match. Spielqualität, ja, das haben wir noch nicht. Inside-Out, 4 Stück. 4 von 20. Und Inside-Out, Rückhand, 2 von 20. Geht langsam auch voran. Und Komponenten. Wir sind halt alle Stufe 1. Also, was soll ich sagen? Ich denke mal, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie 500er, 1000er Events oder so dann spielen. Keine Ahnung. Aber es steht immer noch, verfügbarer sofortiger Stufenaufstieg 6. Ich verstehe nicht, was es heißt. Ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, wenn wir jetzt noch einen Charakter erstellen. Wir könnten jetzt mal einfach so random eine Frau erstellen. Die können wir direkt wieder löschen. Weil wir konnten ja den Typen konnten wir direkt auf 10 machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich gemeint ist. Abschließen. Nee, sehe ich jetzt auch nichts hier. Also können wir sie. Ich schaue mir noch was an. Ist bei ihr das jetzt auch nie verfügbar? Sofortiger Stufenaufstieg. Ich weiß wirklich nicht, was es bedeutet. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Nächstes Mal geht's weiter. Ich will euch jetzt nicht hier weiter Zeit nehmen. Ich versuche das auf jeden Fall dann rauszufinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.